Ich verstehe die Botschaft nicht, verstehst du? Die Botschaft dahinter. Aha, sorry, Moment. Ja. Das meinte ich, dass du da schon in Kontakt mit ihm bist. Aber dass er dann anfängt, dass du dann nach vorne wenn gehst. Wenn er wo anfängt? Wenn er anfängt mit seinem Botschaft. Bedeutung. Ach so, okay. Ach so, jetzt verstehe ich das. Aber wenn ich jetzt über den Parasiten rede, dann gucke ich ihn ab und zu an. Aber auch nicht so viel, ne? Ich fand es am Anfang super. Ja. Und dann, wenn er in dieses Lachen ausbricht, ich glaube danach, das weiß ich doch nicht, du Affe. Oder? Dass du da in Kontakt gehst. Weißt du, was ich jetzt habe? Ein Parasit. Ich habe mir im Dschungel einen Parasit eingefangen, der sich jetzt langsam in mein Bein vorfrisst. Zelle für Zelle. Verstehst du das? Ein Parasit. Alle Leute fragen mich, Momo, ist schon mal überlegt? Das bedeutet doch etwas. Warte. Du warst in Brasilien, um nach Erleuchtung zu suchen. Aber du hast einen Parasit gefunden. Frag mich doch auch noch, was es bedeuten soll. Was bedeutet das? Das weiß ich doch nicht, du Affe! Kann ich mit ihm reden? Hä? Sind wir Freunde? Trinken wir abends zusammen ein Bier, kann ich parasitisch leiden? Ich versteh's nicht. Ich versteh seine Botschaft nicht. Ein Ende. Arbeitet. Die Maschine arbeitet drunter, weißt du? Wenn es etwas gibt, dann ist es die Bedeutungslosigkeit. Bedeutung. Bedeutung. Was für ein Scheißwort. Denk das, was er sagt. Mhm. Bedeutung, was für ein Scheißwort. Ich hab Fußpilz, was bedeutet er? Er bedeutet, dass du Fußpilz hast, sonst nichts. Du bist ein Zellhaufen, Klumpen Biomasse. Ein Gemüse bist du, ein Brokkoli, ein blonder Brokkoli, mehr bist du nicht. Kannst du da nochmal starten und mal tatsächlich probieren, jetzt ganz formal ein Bogen zu laufen, ja. Damit es weiter, weißt du, damit die Maschine weitergeht. Okay. Ja, also. Versuch's dann noch innerlich zu behalten, nur durch den Gang, nur den Gang. Und dann irgendwann auch. Ich möchte ihn ausspüren.
Ich möchte wirklich etwas spüren. Ich möchte da wirklich rein nicht. Ich möchte das wirklich wissen. Ich will das auch haben. Aber so komplett. Mhm. Grundsätzlich ja. Wir müssen uns natürlich über die Tragweite der Aussage. Findest du das Töten nicht gut? Es bedeutet ja mehr. Das ist so eine geile Regieanweisung. Benni, du bist nicht tot. Ah ja, danke. Ja, sie nimmt dir wie die Kraft. Also die Kraft, mit der du auf sie einwirkst, weißt du? Also, die Kraft wegnimmt und selber wieder bestimmt sein will, oder das heißt selber bestimmt im Hock. Aber ich finde es eine viel bessere Lösung als dieses Gejage, weil das haben wir jetzt, was war? Die alte Version, ja, dass ja, ich so, hey, das und das passiert. Ja, aber ja, ich fand es ja jetzt so auch ein bisschen zu statisch, dass ich diese Götter, was weiß ich, diese Dämonen, und dann, dass die irgendwie fighten und dass ich ihnen am Schluss wie alles aussauge oder so. Also weißt du, was ich noch eigentlich geil finde, die Vorstellung ist, dass das Bewusste und das Unbewusste sich gegenseitig umbringen. Eigentlich. Oder mit diesem Stein, diese Idee, ne? Ja, du? Also wie auch, was ich vorher fand, war dieses Umkreisen, dieses das ganze Formelle ist eigentlich super geil. Ja. Das darf das wird sich schlüpfen in den Mega. Das ist super. Das ist echt natürlich, also ja, ja, natürlich. Ja. Und dann kommt diese Wut immer mehr.
Ja, ja, genau. Und dann genau. So, und jetzt pass mal. Und dann wirklich nur noch laufen. Also wie bei diesem Gaskessel, wo sie ganz langsam immer mehr Gas rauskommt, immer mehr entweicht. Ja? Mhm. Ich glaube, sie ist wirklich von Anfang an, das Potenzial ist von Anfang an da. Das Gesamte. Okay. Alter Schwede, der explodiert. Irgendwann explodiert der. Das ist ein Trigger. Ja. Was ich dann auch gut finde, ist, dass Momo eigentlich die ganze Zeit starr bleibt, dass die wie so einen Film hat, der dann wieder mir projiziert, also dass sich das erklären kann, dass das du bist. Und was ich da... Vielleicht auf dem Öl packen und ihn so... Weil das kann man ja auf dem Öl sogar. Das kann gut sein, ja. So umschleudern und ich finde das geil, wenn das nochmal kennt. Ja. So oder Kräfte, oder so Urfall. Oder du machst es halt, keine Ahnung. Das hat auch kein Problem. Kann passen, müssen wir wirklich im Zusammenhang sehen. Müssen wir ausprobieren. Das war neu, das mit... Das ist wie eine Osterhalmung, ja. Nicht an Tag hat Wirkung. Genau, das ja, ist ein bisschen langisch gesehen. Ja, ey. Und es passt jetzt so viel besser, dass sie nach dem Schluss sagt, ich spüre mein Herz schlagen und so weiter, wenn sie irgendwie das Ding besiegt oder zumindest temporär besiegt oder ich sich ja versöhnt immer noch mit dem ein bisschen am Parasiten oder so. Ich bin immer noch ein bisschen am Zweifeln, weil wir damit ja wirklich eine konkrete Aussage machen. Gegenüber der Möglichkeit, dass wir bewusst sagen, beide Teile haben gleich viel Berechtigung. Nee. Das ist ein romantischer Traum, dass das passieren kann. Und ich finde, einen romantischen Traum finde ich schön. Ich finde es auch absolut unterstützenswert, der Gedanke. Absolut. Ja. Jetzt ist natürlich nur die Frage, bist du Ratio? Also ich würde dich jetzt nicht auf Ratio nur beschränken, sondern wenn man dich als Unterbewusstsein betrachtet, dann... wäre es ja eigentlich, ja, ist es genauso angefüllt mit Emotionen, das Bewusstsein mindestens. Also nee, der Mensch, der einfach keine Anbindung an sowas hat, der dann sagt, ey, was redest du mit diesem Heiterteil, hast du irgendwelche Farben jetzt? Aber weißt du was, ich glaube, du bist nicht das Bewusstsein, nicht das Unterbewusstsein, weil ja im Unterbewusstsein zum Beispiel Angst ist. Oder? Und im Bewusstsein formen sich ja auch Emotionen. Also ja, es ist nicht so klar. Ja. Vielleicht ist er eher wie die Angst. Ey, ich brauche dieses Bild überhaupt nein, nicht. Nur zum Sagen, ich finde es nicht so klar. Also ich meine, es ist ja nicht so trennbar, das stimmt ja überhaupt. Es ist absolut nicht trennbar. Und vor allem ist es, glaube ich, so, dass das Unterbewusstsein völlig, also gut, das weiß wahrscheinlich niemand, aber ich glaube, dass das Unterbewusstsein völlig unterschiedlich agiert. Also je nachdem, in welcher Situation man ist. Ich glaube auch, dass auch wenn man im Nachhinein sagt, ja, du hast Drogen oder du gehst nicht so gut und so weiter, das ist ja so eine, Die Erklärungsversuchung, die einen eigentlich der bringt. Warte mal, ich muss mal ganz kurz das ausprobieren. Und was glaubst du eigentlich?